Willkommen zurück zu Mario 64. Da sind wir nun wieder. Oh ja, das letzte Mal hatten wir ein paar Probleme, muss ich ja ehrlich gesagt zugeben. Vor allem zwecks Orientierung. Finde die 8 roten Münzen jetzt schon. Sonst ist auch immer der 4. Stern. Aber okay. Mach's halt jetzt schon. Ich weiß auch, wo die sind. Haha. Durch meinen gigantischen Rundgang weiß ich eigentlich alles, wo was ist, wie und weshalb und warum. 8 rote Münzen. Wollen wir es angehen? Wollen wir gleich fällen? Wollen wir 100 Münzen versuchen zu sammeln? In einer so gigantischen Welt müsste man meinen, es wäre einfach, ne? Probieren wir es doch. Machen wir nochmal einen Gesamtrundgang. Das bleibt uns ja eh nicht erspart. Früher oder später. Ich hätte es halt gern gleich hinter mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe null Bock drauf. Jetzt fällt mir wahrscheinlich die Hälfte der Münze eh runter. Ja, gut, nur eine. Das geht noch. Die ist mir gar nicht runtergefallen. Die ist da unten irgendwo. Da unten würde ich sterben. Deswegen bleiben wir lieber oben. Und ja, grasen wir einfach jedes Gebiet wie verrückt ab. Das wird schon... Oh, shit. Komm noch, spring! Spring doch! Mario! Vielleicht führt das hier in ein anderes Gebiet? Nein, ich bin tot. Sehr guter Einstieg. Das verspricht eine super Folge zu werden. 100 Münzen sammeln. Und gleich noch die 8 drauf. Es könnte jetzt... Nee, ich wüsste nicht, warum das eine Welt sein sollte, wo es ratsam wäre, die 100 später zu sammeln. Hab jetzt nichts gesehen, wo ich mir dachte, nee, da komme ich jetzt noch lange nicht hin, oder... Das Gebiet bleibt mir verwehrt. Eigentlich komme ich überall hin. Da oben ist übrigens ein Stern, ne? So ganz einsam, aber okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich drankommen soll. Okay, 3 Münzen verschenkt, aber vielleicht kann ich mit dem Flattermann hier... Flattermann? Gut, geht einfach freiwillig. Das kann echt was werden hier. Okay, hier muss ich timen, wie ihr gesehen habt. Jetzt. Okay, du bist ja auch hier auf der Seite. Wunderbar, hier kommen Münzen. So, da, das könnte ich als Schutz nehmen, aber das mache ich nicht. Ich renne einfach durch. Okay. Hier sind Münzen. Das Schwierige bei 100 Münzen ist halt nicht sterben, ne? Ach ja, ihr habt mir übrigens Feedback gegeben. Bowsers Welt hat anscheinend keine 100 Münzen. Zumindest haben das 2-3 Leute gemeint. Sie wussten es zwar alle nicht wirklich sicher. Ich sehe überall Sterne, aber ich komme an keinen einzigen. Und deswegen bin ich da frohen Mutes. Das werden wir dann demnächst angehen, die 8 roten Münzen dort zu sammeln, natürlich. Das wird nicht so problematisch, da bin ich mir sicher. Man muss einfach nur alle finden. Und es hat ja nur eine gefehlt. So, komme ich hier dann wieder zu Nessie? Ich habe es schon wieder vergessen. Wir werden es gleich wissen. Ja, hier geht's wieder zu der guten alten Nessie. Aber gibt es hier überhaupt Münzen? Vielleicht ja, wenn ich einfach... Oh, jetzt fällt mir ein Gebiet ein, was ich nicht erkunden kann, eventuell. Wenn es hier wieder so ein... Ja, was soll ich sagen, ohne zu spoilern. Ach, egal. Schwimmen kann ich ja. Ich gucke mich hier unten einfach mal um, ob es da eventuell Münzen für mich gibt. Aber allzu tief kann man hier eh nicht abtauchen, wie ihr seht. Obwohl, geht eigentlich. Wir können uns mal Nessie von unten angucken. Warum nicht, ne? Aber das gibt mir auch keine Münzen. Hm, ich sehe nicht mal Nessie. Ich bin so arm dran. Ne, hier ist gar nichts. Keine Nessie. Keine einzige Münze für mich. Ich gehe wieder hoch. In der Mitte war ja auch nur ein Stern, ne? Auf der Insel da. Ja. Kannst mir also sparen, auf ihren Rücken zu gehen. Es sei denn, es gibt noch einen Weg, den ich mit ihr erreichen könnte. Ich glaube, da was gesehen zu haben. Ach, schaut das euch mal an hier. Auf diesen Schalter kann ich nicht reden, weil mir noch eine gewisse Sache fehlt. Und durch diese Tür kann ich nicht. So langsam schwindet meine Hoffnung, dass wir 100 Münzen erreichen können, wenn ich mir das so angucke. Egal, was steht da? Höhlensee, rechts Titanenhöhle, links verlassene Mine, geschlossen. Hier lebt ein Seemonster, führe auf seinem Rücken eine Stampfattacke. Das weiß ich schon lange. Okay, das bringt mir natürlich nichts. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal auf Nessie, weil ich muss ja hier auch irgendwie wieder rauskommen. Nessie! Armes kleines Seemonster. Hast du nicht verdient, da immer wieder auf den Rücken gebatscht zu werden?
So, nicht in die Richtung klotzen, sondern in die. Aber nicht so, nee, 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 ich will diesmal mich eher so außerhalb des Kreises mal umgucken. Da bin ich hergekommen, ne? Denke ich, oder? Ich weiß jetzt blöderweise nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Dann ist das da neu, was wir da vorhin gesehen haben. Eine Doppeltür. Oh, Moment mal, hier gibt's ja... Ach komm, ich hasse diese Stelle. Ich bin so nah dran und ich... Jetzt sehe ich Nessie von unten. Da, jetzt wo es nicht mehr will. Ich bin so nah dran und... Dennoch nix. Gibt's da nicht, ey. Ich doch nochmal mit dem Weitsprung. Aber bei meinem Glück kriege ich dann den Stern ab. Jetzt, ich kann auf den kleinen, schmalen Kopf kann ich doch keinen Weitsprung machen. Nessie, ich gucke in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber... Doch, ich kann Weitsprung machen. Ha, hat sogar geklappt. Ohne, dass ich den ollen Stern mitnehme. Gut. Also hergekommen... Nee, von da bin ich nicht hergekommen. Jetzt kann ich mir hier wenigstens mal eine Übersicht verschaffen. Die Doppeltür... Von der... Nee, ich bin von... Nee, da ist zu. Da kann ich nicht hin. Und da ist ja gar nichts. Da, ich guck mir das hier nochmal an. Da, die sind nie... Nee, ich bin von da gekommen. Ich weiß, wie der Weg da reingeführt hat. Das sieht jetzt... Ja, jetzt erkenne ich es. Es hat eben noch wie eine Sackgasse ausgesehen. Okay, dann muss ich zu der Doppeltür. Da muss mir Nessie auch helfen, da hochzukommen. Das schauen wir uns mal an. Zack. Nee, was mache ich denn? Ach, Mario. Mario, komm. Ich weiß, das Leben ist hart, aber... Sei ein tapferer Klempner. Genau, in die richtige Richtung schaust du schon mal. Na, ganz da oben, was da noch alles ist. Na gut, aber das sind eventuell Clipping-Fehler. Darf ich jetzt nicht so ernst nehmen. So. Immer hin und her, gleich falle ich runter. Aber... Komm, bitte. Ich hasse dich! Warum habe ich... Habe ich einen absoluten Knick in der Optik anscheinend? Ich bild mir echt ein, das ist... Pippi-Sprung. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll. Und dann ist es... Da könnte ich es wirklich fast so drehen, dass der Kopf über dem Roten ist. Also... Das ist ja größer wie das. Jetzt aber. Jetzt hat das geklappt hier. Habe auch ein bisschen Anlauf genommen. Vielleicht war das mein Fehler. Könnte natürlich sein. So, warte mal. Ein bisschen die Kehle befeuchten. Weiter geht's. Oh. Oh. Das ist jetzt aber nicht gut. Das ist... Also zumindest nicht für mein Vorhaben. Ich weiß nicht genau. Das ist, sieht nach Bonuswelt aus. Habe ich da jetzt eben einen Feind gehört? Nee, hier ist kein Feind. Das sieht aus, als wäre das eine Bonuswelt, wo ich eventuell einen Stern abgriffeln kann. Und dann komme ich aber hier raus aus der Welt. Dann hätte ich diese fast ein Viertel der Münzen jetzt umsonst gesammelt. Dann lassen wir das lieber. Da wollen wir noch nicht hin. Komm, jetzt mit einem super Weitsprung einfach mal auf Nessies Rücken. Das wäre schick. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist da vielleicht ein Weg? Ich vertraue auch der Sache hier nicht. Das sieht so... seltsam aus, alles hier. Ach nee, das führt zu dem Schalter, ja, okay. Der Schalter, der dann wahrscheinlich diese Gitter da wegmacht, dass ich dann da durchkomme. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, was wir definitiv noch nicht machen können. Der Rest sollte hoffentlich drin sein. Verlassen wir Nessie. Es ist ja noch so groß, es ist so unglaublich groß, diese Welt. Ich glaube wirklich, dass das die größte von allen ist. Und deswegen sollte ich doch optimistisch sein, wenn es darum geht, Münzen zu sammeln. Die 8 roten Münzen warten ja auch noch auf uns. Das sind immerhin nochmal 16 auf dem Konto. Und natürlich auch ein weiterer Stern, wenn es auf Anhieb klappt. Aber ich weiß noch ganz genau, wo die roten Münzen sind. Und ihr kennt noch ganz genau meine Controller-Problematik, die ich immer noch nicht behoben habe. Dementsprechend wird das eventuell nochmal ein Akt für sich. Naja, wir werden sehen. Jetzt erstmal zurück und bitte nicht abstürzen und bitte nicht vom Stein treffen lassen. Scheiße, Definition von zurück, hier... Nein, 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 um Gottes Willen, hör mal auf mit den Steinen jetzt. Ich muss überlegen, wo ich jetzt lang gehe. Wartet mal.
Ich komme hier von Lassie gar nicht mehr. Kann das sein? Shit, das ist alles zu weit weg. Ich hätte... Oh, nee, Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin gleich tot. Das gibt's doch nicht, ey. Och, Mann! Kann ich hier gar nicht zurück? Das gibt's doch nicht. Wenn ich nicht zurück kann, dann kann ich das nicht im Zusammenhang mit den 8 roten Münzen machen. Dann muss ich das separat machen. Ich kotze die Wand an, ey. Ich mach total sinnfreie Aktion jetzt schon wieder. Wenn ich jetzt irgendwie anders drauf wäre, würde ich jetzt sagen, dort, das wird alles unter den Tisch gekehrt. Ich fange nochmal an. Aber nee, das kann ich ja nicht. Das bringe ich nicht, sowas. Bin ich einfach zu ehrlich. Ich lasse die Scheiße drin. Deswegen ertragt es, dass ihr 10 Minuten eures Lebens verschwendet habt. Aber vielleicht kann ich es wieder damit gut machen, dass wir mal ausnahmsweise ein bisschen Glück haben hier. In diesem Gebiet. Denn wir sind schon da bei den 8 roten Münzen. Alle sind an diesem Ort. So war das nicht geplant. Aber egal. Es geht ja noch gut. Ja, so das nächste Mal weiß ich es dann halt. Von der Nessie aus kommen wir nicht mehr zurück. Bei dem anderen weiß ich es ja. Da haben wir den wunderschönen Rundgang gemacht. Das ist kein Problem. Da können wir alles nochmal sehen. Also, wir hatten 24 Münzen bei Nessie allein. Das bedeutet, dass wir... Ja, das mache ich jetzt natürlich nicht, weil es endet ja eh nach dem Roten, aber... Obwohl, ja, mal schauen. Das bedeutet, ich muss 76 Münzen halt hier sammeln. Hallo? Es geht schon wieder los, ich hasse das. Da habe ich wenigstens dieser Widerstand. Na, jetzt wird's wieder böse. Ich denke mir immer so, ja wunderbar, mit dem Rückwärts-Dingens, da kommst du jetzt locker drüber. Das ist absolut Fehldenken leider, wie ihr seht. Ich muss einfach einen stinknormalen Sprung machen. Nicht so einen tollen Rückwärtssprung, weil dann er rutscht dann irgendwie automatisch. Ich weiß auch nicht, warum er das tut, aber es ist so einfach. Ich muss nur springen. Einfach nur springen. Was Marios Königsdisziplin sein sollte. Warte mal kurz, Plattform, danke. Nett, dass er gewartet hat. Da war ich mir nämlich jetzt auch gerade unsicher, ob es das überhaupt tut. Ja, ich weiß nicht, soll ich die roten... Wie soll ich denn die killen, wenn die genau am Rand sind? Dann kann ich es nicht umrunden, oder? Die eine, ne? Aber die geben mir auch keine roten Münzen. Ich habe gerade ein anderes Problem. Ich muss eine Etage höher. Das ist mein Problem. Hier ist alles gesammelt. Ich glaube, ich habe jetzt 4 und oben werden nochmal 4 sein. Die obere Etage kenne ich ja noch gar nicht. So wirklich. Ich bin ja das rechte gegangen. Diesmal müssen wir das linke gehen. Dann geht das schöne Geschicklichkeitsspiel hier wahrscheinlich in die zweite Runde. Auch gut. Machen wir es so. Es lief auf jeden Fall deutlich besser wie das letzte Mal. Ich weiß nicht, was da los war. Es sieht so knuffig aus, wie er da hochklettert. Ich finde das knuffig. Stopp. Okay, cool bleiben. Hier sind schon mal 2. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Passiert doch bestimmt irgendein Mist. Ja, es fährt rum. Okay. Es fährt rum mit so ein paar Elektrokugelteilen. Nee, Quatsch, gar nicht. Das ist seine Laufbahn. Alles klar. Das wirkt ungemein einfach bis jetzt. Die werde ich natürlich totboxen. Bevor sie mich runterstoßen würden. Alles noch kein Problem. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich gleich springen müssen. Ein kleiner Hindernisparcours. Dann gehe ich mal ein bisschen zurück. Was war das für ein Geräusch? Kriege ich jetzt noch Gegner? Ja. Ja! Die mich runterstoßen. Super. Super Sache. Okay, also nicht blöd dastehen, boxen. Draufhüpfen, was auch immer. Wobei, draufhüpfen werte ich als gefährlich. Versuch Nummer 2. So. Das heißt, da würde ich jetzt am liebsten abkürzen, aber nein, wir müssen leider außen rum. Aber es ist jetzt positiv, Leute. Dann haben wir die nervigen Sterne hinter uns. Also ich das zumindest. Nein, spring doch! Ja gut,
da habe ich mich nochmal gerettet. Weil wir der 10.000 Drücker braucht, bis er in die Richtung guckt, die ich ihn haben möchte. Aber na gut. Egal, cool bleiben. Wir sind ja schon wieder da. So. Gut gemacht, Mario. Schöner Sprung. Auf zur nächsten Plattform. Diesmal wird's bestimmt was. Los. Los geht der Parcours. Das Problem ist dieser Flattermann. Wenn ich mich gleich ducke, vielleicht sieht er mich da nicht. Das ist Wunschdenken. Ich werde ihn attackieren müssen, ohne runterzufallen. Er kommt genau in dem Moment, wo ich halt gerne... ja, mir die Münze schnappen wollen würde. Mich für den Sprung bereit machen würde. Das ist absichtlich so getimed. Das sind zwei von ihnen. Naja, natürlich kommt er. Das bringt gar nichts. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Wenn ich total mittig stehe, ist die Chance gleich am größten, dass ich... ja, jetzt muss ich mich erst um die Münze kümmern. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es nicht kam. Vielleicht hat das Ducken wirklich was gebracht. Vielleicht war das so eine Kindheitserinnerung. Habe ich einen übersehen oder habe ich unten 5 gesammelt? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Hau ab! Hau ab! Egal, ich springe jetzt erstmal hier hoch. 7! Ne, wir haben's! Ach, das ist doch schön. Okay, super. Wir können wieder runter. Wir haben ja oben alles. 24. Ne, es ist mir zu riskant. Ich will den Stern haben. Ich will den Stern haben, okay. Trotz Stampfattacke hat es Schaden gemacht, mir egal. Ich habe jetzt noch keinen Nerv für die 100, ganz ehrlich. Da haben wir die ersten 10 Minuten so zugesetzt. Ich hole mir jetzt erstmal den ganz sicher. Die roten habe ich schnell wieder. Wir machen jetzt erst noch ein paar Missionssterne, damit der Part noch ein bisschen produktiver wird. Was ist denn Mission Nummer 3? Laufe auf den Grund des Sees. Das kann ich nicht. Ich habe den Schalterpalast noch nicht. Oh! Aber ich habe gerade eine Idee. Es kann sein, dass wir den hier kriegen. Wir haben ja bei unserem kläglichen Versuch, 100 Münzen zu sammeln, eine Bonussache gesehen. Vielleicht ist es da. Ich weiß nicht mehr, was drin ist, aber es könnte wirklich da sein. Ich wüsste nicht, wo oder wie man es sonst bekommen sollte, diesen Schalterpalast. Deswegen... gehen wir noch einmal zur guten alten Nessie. So. Steinchen. Roll away. Far away from me. Ich lasse lieber das Englisch, bevor er kotzt. So. Runter. Diesmal nichts sammeln. Sofort wieder dahin, wo wir waren. Das kriegen wir in dem Part noch hin. Ein Problem. Nessie. Ich bin zuversichtlich, dass wir das sofort hinkriegen. Nessie, du und ich, wir beide. Noch einmal Rückenschmerzen für einen guten Zweck. Komm. Du bist auch meine beste Freundin hier. So. War vielleicht ein bisschen zu früh. Ich hätte es auch erst noch ein bisschen fahren lassen können, bevor ich auf den Kopf steige. Bevor ich hier auf den Kopf steige, das klingt auch irgendwie falsch. Aber egal. Los geht's. Hey Nessie, du darfst... ja, hoch. Und du darfst in diese Richtung gucken. Nimm deine Route einfach fernab meiner, ich geb's auf. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich bin... keine Ahnung. Ich bin eigentlich gar nicht müde heute. Hallo! Ich hätte sie echt erst... ich hätte es auf dem Rücken bleiben sollen, ich weiß nicht. Ich mach's mir auch gerne schwer. Rüber noch einmal und dann wage ich den Sprung. Den Sprung des Todes. Ja, weil der Anlauf fehlt. Ich hab's wieder gemerkt. Ohne Anlauf wird das nichts. Nessie, du bleibst hier. Bleib hier. Stopp. So. Ja, da guckt er gleich richtig. Das könnte... genau passen. Die Kamera ist gerade sehr doof. Die Kamera ist ultra doof, danke.
gehe ich extra ein bisschen zurück, damit ich Anlauf nehmen kann. Ja, und dann ist es kein Problem. Ich muss mir das echt angewöhnen. Ich muss mir auch mal angewöhnen, mein Handy zu laden, sonst stirbt das immer während des... während der Stoppuhr. So, und jetzt gehen wir hier mal rein. Wunderschön mit einem... Ich habe nichts gesagt. Das ist es. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den grünen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du ihn in alle grünen Blöcke Titankappen finden, die dich unbesiegbar machen und darüber hinaus stockschwer, wodurch wir in den Meeresgrund laufen können. Okay, aber wie mache ich das jetzt hier? Bist du mit diesen Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Einfach Augen zu und durch? Das ist auch ein bisschen interessant. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, oder? Was muss ich denn machen? Das ist ein Leben, das bringt mir jetzt aber gerade auch nichts. Und hier draußen, wo soll ich da überhaupt hin? Ich bin gerade gestorben, oder? Hä? Was? Wo bin ich? Ja, ich weiß, wo ich bin, im Schloss, also draußen. Aber das hat jetzt ein... Nee, bleiben wir mal cool, vielleicht. Ich glaube, hier gibt es Geheimnisse. Aber nicht als normaler Mario jetzt, oder? Ich komme kaum gegen die Strömung an. Ach, ist das schön, wenn man nichts mehr weiß. Ist das toll. Naja, okay, also hier ist dicht. Aber ich meine, man kann das Wasser irgendwie ablassen. Habe ich gerade so eine komische Erinnerung. Also ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, in die andere Richtung gemüsst. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist halt blöd. Hier komme ich jedenfalls raus. Wir haben uns noch nie... hier draußen richtig umgeguckt. Wir sind sofort ins Schloss getrampelt, natürlich. Und ab und zu wird es hier auch neue Dinge geben. Aber ich glaube nicht jetzt. Vor allem nicht ohne den Schalter, den ich jetzt nicht bekommen habe, blöderweise. Ich sehe hier nichts. Ah, da hinten sehe ich was Interessantes. Aber das wird erst später zugänglich sein. Viel, viel später, wenn ich mich nicht irre. Hier kann man auch wieder ein bisschen abtauchen. Ja, vergeuden wir jetzt einfach. Das bringt eh nichts. Ich werde eure Kommentare dann mal lesen. Und ihr seid ja echt super mit euren Tipps, muss ich ja sagen, an der Stelle. Und dann weiß ich schon wieder ein bisschen mehr, was ich da tun muss. Vielleicht hätte ich einfach was anderes tun sollen. Anstatt in die Richtung zu gehen. Es sah ja schon fast falsch aus, muss ich sagen. Ich habe es so halb befürchtet, aber... wusste in dem Moment jetzt dann auch gerade nicht, ja, wohin überhaupt. Scheint es einfach zur, ja, zur Kamera, denke ich mal. Gut, also ich habe hier jetzt nichts auf Anhieb gefunden. Ich denke, wir haben es einfach falsch gemacht, leider. Und es lohnt sich jetzt auch nicht noch großartig was anzufangen. Machen wir den Part heute minimal kürzer. Eigentlich ist das so die Zeit, wo ich immer Cut machen wollte, aber ich überziehe ja dann doch gerne meistens so volle 30 Minuten oder so. Nee, aber diesmal cutten wir wirklich an dieser Stelle. Und ich würde sagen, genau hier. Nächstes Mal dann geht's weiter in dieser Horrorwelt. Werden wir den grünen Schalter bekommen und somit neue Möglichkeiten haben. Wir können zum Beispiel dann auch in der Wasserwelt einen Stern nachholen. Das wäre sehr interessant. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario 64.